Wir gegen die. Entweder wir oder die. Wie müssen wir denken, um die Polarität von Täter und Opfer, die Exklusion der Ethnien zu überwinden und um zu einem Miteinander zu kommen? Wie schaffen wir es aufzuhören, Täter zu sein? Wie können wir verhindern, Opfer zu werden? Eine Lösung bietet der Theologe Miroslav Volf in seinem Buch Von der Ausgrenzung zur Umarmung. So wie Gott in der Kreuzigung Jesu die Menschheit annimmt, die er liebt, aber die sich von ihm abgewandt hat und ihm Feind geworden ist, so sollen auch wir miteinander umgehen. Wir sollen den anderen umarmen. Also free hugs for everyone und schon haben wir Weltfrieden? Ganz so einfach und so naiv ist Wolfs Ansatz nicht. Umarmung muss gewollt werden, und zwar von beiden Seiten. Eine Ringumklammerung ist ein Angriff und keine Umarmung, weil sie dem anderen keinen Raum und keine Möglichkeit der Entscheidung lässt. Um uns auf Augenhöhe zu begegnen und uns zu umarmen, müssen wir eine gemeinsame Perspektive finden. Müssen wir ausbrechen aus dem Zirkel von Täter und Opfer, Unterdrücker und Unterdrückter, bei dem jeder nur versucht, auf Kosten anderer die eigenen Dämonen zu besiegen. Wolf findet diese Perspektive in der Gotteskindschaft, die uns alle verbindet. Aber das allein genügt nicht. Wir müssen mit unserer gemeinsamen Vergangenheit klarkommen. Wer nach Südafrika und Ruanda schaut, sieht, wie schwer das ist. Die Erinnerung an erlittenes Leid hängt vielen wie ein Mühlstein um den Hals und hält sie fest. Das Geschehene kann nach Wolf nur dann geheilt werden, wenn es vor Gott gebracht und von diesem vergessen wird. Dann kann die Umarmung beginnen. Erster Schritt: Die Arme ausstrecken. Die geöffneten Arme signalisieren die Öffnung, die Einladung an den anderen. Man öffnet seine Grenzen, ohne die Grenzen des anderen zu überschreiten. Zweiter Schritt: Warten. Die Tatsache, dass man mit ausgestreckten Armen abwartet, zeigt den Respekt vor der Integrität des anderen. Würde man nicht auf die Reaktion und das Einverständnis des anderen warten, wäre dies ein Akt der Invasion. Die Umarmung darf hier ergebnisoffen bleiben, das heißt, sie kann auch scheitern, weil der andere nicht entgegenkommen will oder man selbst nicht mehr warten will. Dritter Schritt: Das Schließen der Arme. Eine sachte Berührung, schreibt Wolf. Gegenseitigkeit ist hier ganz wichtig. Wenn der eine den anderen in den Schwitzkasten nimmt, kann man schließlich nicht von einer Umarmung sprechen. Hier werden nun die Leerstellen im Selbst des anderen ausgefüllt. Aber einfach unterschiedslos? Wolf betont diesbezüglich die Wichtigkeit von Grenzziehungen. Das mag erst einmal nicht versöhnlich klingen und meint auch keine nationalen Grenzen oder Grenzen von Ethnien, sondern die des Individuums. Der andere soll sich nicht in einem auflösen, sondern in seiner Andersartigkeit bereichern. Der eine darf bei dem anderen zu Gast sein. Dabei muss man verstehen lernen, dass man den anderen eben nicht verstehen kann, damit der andere auch der andere bleibt. Ist das Schließen der Umarmung der letzte Punkt? So ganz romantisch und den anderen möchte man nie wieder loslassen.
Aber jetzt in eine Schlussszene eines Rosemunde-Pilcher-Films zu verfallen, ist totalitär. Man ist da nicht besser als ein Regime, in dem das Individuum irgendwann aufgibt, seine Grenzen fallen lässt und sich in der Wir-Suppe auflöst. Auch das Wiederöffnen der Arme muss nach Wolf geschehen. Der andere lässt nicht sein ganzes Selbst zurück, sondern seine bereichernden Spuren. Schritt 4 also. Dazu muss der andere auch als der andere weggehen können. Aber er darf auch wiederkommen mit einer neuen Andersartigkeit. Denn die wieder geöffneten Arme können auch die offenen Arme zur nächsten Umarmung sein. Und jetzt? Versöhnung erreicht? Stellen wir uns so die Umarmung zwischen alten Feinden, zwischen Täter und Opfer vor, wenn nicht schon einer der beiden verstorben ist? Wir wollen nicht spoilern, also schaut in das Buch oder in die Links in der Beschreibung. Und jetzt ist euer Intellekt gefragt. Passt das Bild der Umarmung? Wolf schlägt auch alternativ den Handschlag vor. Kennt ihr andere Wege zur Versöhnung? Ist Versöhnung immer möglich oder oft unmöglich? Tauscht euch aus, teilt euch mit, analog, digital oder mit einer Umarmung.